Der schwarze Peter ist tot, lang lebe er nicht. Und wir werden jetzt nochmal zu den schwarzen Chroniken gehen müssen, denn ja, anderer Spielstand, ne? Aber erst einmal, hallo da Seizen, willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Ja! Wir müssen ja noch in den Chroniken lesen und dem Hermann sagen, was wir gelesen haben. Dürfte jetzt aber recht schnell gehen, denn wir wissen ja, was zu tun ist und insofern... Mich ärgert es immer noch, dass wir ihn nicht abgeben konnten, dass er nicht eingepennt ist. Aber das interessiert mich schon sehr, ob das geht. Da werde ich dann einfach womöglich eine extra Kingdom Come Deliverance Folge aufnehmen und die dann präsentieren. Ist nicht versprochen, aber hab schon Lust drauf. Gucken, ob ich es vergesse oder ob ich dann doch keine Lust habe. Wo renne ich denn gerade hin? Ich dödel. Ja. Schwarze Chroniken sind noch beim Vogt. Ja, und ich denke auch beim Hermann, dass man da einfach nichts Falsches auswählen kann. Zumal zu den Personen müssten wir es gar nicht direkt zuordnen, denn wenn wir drei Sachen richten müssen, im Sinne von sabotieren oder halt präparieren, dann ist es ja egal, auf wen das angewandt wird, solange die auch wirklich angewandt werden. Und ich glaube nicht, dass man hier etwas Falsches machen kann. Ich muss noch eine Etage höher. Es wird bloß drei Lösungsvorschläge geben und damit man dann nicht so lange im Dunkeln herumtappt, sagt das Spiel dann, na hier, das wird's nicht sein, weil er ist keine Frau. Oder halt das nicht, weil das. Oder untypisch, weil das. So, jetzt dürfen wir mit ihm reden, das haben wir jetzt ausgelöst mit dem da reingucken. Nee, hier geht's runter. Dass da kein Geländer ist, man tut sich ja fast noch weh, stimmt's Heinrich? Wie ein Schwert. Also einmal den adeligen Köpfen, hatte ich gesagt. Dann den einen mit dem Pferd und den anderen foltern. Foltern Zange, Schwert präparieren und vier Teilen Pferde vergiften. Das finde ich so blöd, dass man die Pferde vergiften muss. Mir wäre es am liebsten, wir könnten die Pferde da komplett raushalten. Was haben die denn ja, damit zu tun? Die sind total unschuldig, die armen Tiere. Ich mag es ja schon nicht, dass wir Yenda Sporen geben, aber ist vielleicht besser fürs Spielen, fürs Reiten. Nee, ist schon bei uns dran. Die klappern ja. Bei Rüstung. Sporen verbessern nicht nur die Kontrolle über das Pferd, sondern erhöhen auch das Charisma um einen Punkt oder überhaupt um einen Punkt. Vielleicht 0,7? Sehen wir das überhaupt? Ja, ein... Ach, auf diesen einen Charisma-Punkt geschissen und die Kontrolle. Ich nehme jetzt mal als Konsequenz daraus, dass ich Yenda nicht großartig ärgern will. Ich lege ja schon Yenda nicht irgendwie so eine Decke an. Sind die Sporen jetzt auch weg? Ich mag das halt nicht. Warum muss man... Das sind ja eigentlich welche gerade. Warum muss man da die Tiere mit reinziehen? Also in dem Fall die Pferde, die dann an den Enden von dem einen Bösling hocken. An dem bösen Bub, Entschuldigung. Wären wir eigentlich schon so weit... Das war doch eine schwere, eine sehr schwere, oder? Ja, wären wir schon bereit, das überhaupt ansetzen können? Nee, aber Mann. Ich hoffe, wir kriegen das noch hin. Ich will es ohne Erfahrungspunkte kaufen machen. Ich werde einfach vor jeder Nacht abspeichern für den Fall der Fälle, dass... Ja, wir das nicht packen, dann müssen wir halt doch Erfahrungspunkte sammeln. Im Sinne von kaufen. Aber wir können ja dafür sorgen, ich hoffe das geht, dass wir das hinbekommen, dass wir den Leuten da oben bei dem Lager, wo dieser Heinz aus Kuttenberg ist, dass wir da einen Schlaftrunk reinmerken können. Irgendwie nachts heimlich und dann nächste Nacht pennen die dann durch, damit wir da uns schön an der Truhe vergreifen können. Auch wenn wir da mindestens 18 mal 3 Schalterhaufen, ich dachte schon Holz hier vorbereitet. Nee, damit wir einfach 18 mal scheitern können und die das nicht mitbekommen, weil sie halt tief und fest schlafen. Wir müssen bloß halt mit unseren Super-Duper-Fähigkeiten an so einer schweren Truhe ansetzen können. Und da ist einfach so eine schwere Truhe, die irgendwo herum steht, ziemlich gut, weil... Da können wir gucken, ob wir schon bereit sind. Da müssen wir nicht warten,
bis Nacht ist und uns genau an der vergreifen, wo wir uns vergreifen müssen. Ich brauche deinen Rat. Weißt du, was sie getan haben? Wir haben gar nicht gebadet, aber Schwarzen Chroniken gelesen? Wir sehen gut aus. Ja, diese Sache wäre erledigt. Schön und gut, aber solange du nicht weißt, was sie verbrochen haben, bringt das nichts. Geh zum Vogt. Stimmt, das haben wir jetzt noch gar nicht gemacht. Das habe ich ja bei dem anderen Spielstand gemacht, weil er uns gerade über den Weg lief. Ah, Kacke. Hab ich gar nicht mal dran gedacht. Da. Mist, wieder Zeit verplempert. Wobei, wir haben vorhin, was heißt vorhin? Nicht in dieser Frage. Boah, das sieht auch so übel aus. Ja. Haben wir jetzt Zeit beim Lesen verbracht, indem ich da einfach alles durchgeblättert habe und auch wirklich mehr oder weniger aufgenommen habe. Insofern sollten wir noch zeitlich vorausliegen. Ja, endlich hat Yenda keine Sporen mehr unter den Achseln kleben. Müssen wir die Pferde damit reinziehen. Also das eine Pferd verträgt das vielleicht nicht, dass es vergiftet wurde und stirbt dann wirklich an dieser an sich eigentlich harmlosen Vergiftung, die bloß halt etwas schwächt, aber genauso ein Schlaftrunk. Man weiß halt nie, was für Nebenwirkungen da auftreten können. Das heißt ja auch bei den Operationen, naja, es kann immer was passieren, keine Garantie. So dann auch hier, wenn wir die Pferde vergiften, ist mir dann einfach zu blöd, aber wenn es nicht anders geht, dann, schade. Oder uns fällt noch was anderes ein, was das Spiel vielleicht auch eingebaut hat, was wir bedenken könnten, wenn wir es bedenken. Ich hoffe, der sitzt noch an seinem Schreibtisch. Und ist nicht schon in der Mittagspause. Gemüse. Jetzt hat wieder was von Gurken und hat gar keine Gurken. Geh weg. Tür schon offen, sehr gut. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Gott sei mit. Ich hörte das alle. Wer wird hingerichtet? Wie schlimm, Peter von. Was haben Sie getan? Frag. Doch, Herr Frage. Er ist ein A. Das war Anfang. Was kannst du besser als sie? Was ist mit. So, das war's schon. Hab Dank, Vogt. Das ist alles, was ich wissen muss. Gut, dass es die Möglichkeit zum Überspringen gibt. Also klar, beim ersten Mal anhören macht man das nicht, weil sonst weiß man ja gar nicht, was man tun muss. Gut, man könnte dann einfach im Questlog lesen, was es nächstes tun gibt, aber wer spielt schon so ein Spiel? Ist doch langweilig. Boah, der Stand steht aber scheiße. Du auch. Boah, so viel Verkehr hier. Unser Blaulicht anmachen. Dann haben alle zu weichen. Diese Weicheier. Jetzt da noch hängen bleiben und die Oberlippe aufreißen. Zum Glück können wir halt das mit dem Truheknacken verbinden, indem wir einfach die großen Kränze aus der Detschko nehmen. Ja, ich habe wirklich mit dem Gedanken gespielt, dass wir uns einfach diese, na guck mal, diese 2000 Groschen gönnen, damit das einfach vorüber ist, damit wir den Leuten auch nicht noch mehr Leid hinzufügen. Aber dann denke ich mir halt, was wäre gewesen, wenn ich das schon eher gemacht hätte, als wir den Charlatan getroffen haben. Dann hätten wir dieses, ja, zum Beispiel tolle, lass dich ja nie wieder blicken, mach's gut. Nie erlebt und andere lustige Sachen, wie er aus dem Fenster gestiegen ist. Das sah schon lustig aus. Sitzt der wieder? Ach, falscher Eingang. Ich habe ihn bloß ducken, weil da Dach und wir gesprungen sind. Ich brauche dann. Weißt du, was sie getan? Ja. Sag mir, was du weißt, aber bedenke, dass ich mir. Jeder Henker hat sein. So, der da. Das war der Adelige, da stand es auch rechts noch. Er Schwert wird geköpft. Sein Kopf wird wohl rollen. Das ergibt Sinn. Seine Verbrechen wiegen schwer. Der Weiß, ja. Der Weiß und der Herald oder der Herr Frost, die Georg Weiß. Dachte ich ja, diesen gleich zu behandeln. Aber dann würde es ja auch nur noch zwei verschiedene Möglichkeiten geben, was zu präparieren. Bei ihm sage ich wieder vom Pferd gevierteilt oder von den Pferden. Er wird von Pferden gevierteilt.
Eine harte Strafe. Ja, wenn wir was Falsches sagen, dann sagt er, geht nicht, weil... Und so sagt er mal, ja, gerecht, ja, passt, ja. Gefoltert. Mit dem wird sich der Henker... Ja, könnte stimmen. Also, haben wir... Erst drei Möglichkeiten gibt's vielleicht nicht. Das ist halt meine Vermutung. Also, wie sie... Köpfen... Eines Henkers... Das wird schwierig. Vertauschen, also stehlen... Könnte man es ich glaube, bei Stellen kamen wir auf die Fährte, oder? Das würde er bemerken. Ich könnte deines nicht. Das würde ihm auch. Doch, bei also Stellen, dann sagen wir was anderes. Ja, das ist wohl der einzige. Stimmt, stehlen, stumpf machen und ja. So war das. Stimmt. Und wie mache ich es stumpf? Damit wir. Eine Mauer einschlagen? Ich dachte, dein Vater wäre Schmied. Damit wir auch das noch abgegriffen haben. Vielleicht ist das wichtig, dass man da noch nachfragt. Weil wir haben es vorhin auch so gemacht. Also, was heißt vorhin? In der anderen Folge. Und insofern. Das sollte ich es ja auch. Beim Fleisch reicht. Aber wenn er gleich zu Beginn. Dann steht der Henker. Aber wie kann ich das be. Ich weiß nicht. Und der Kuttenberger Henker. Ohne Zweifel. Sie verwenden ein. Eventuell. Wobei ich habe Medikus besoffen ich gemacht. Ich kenne mich da ein bisschen aus. Und könnte weiß ich das nicht. Würde gehen. Genau. Das sollte genügen. So, und vier Teilen. Nichts ist. Und was soll ich Pferde. Tun? Gute Frage. Stehlen. Wollen wir das auch mal angreifen? Ich will die einfach nicht vergiften, die armen Pferde, auch wenn das nicht das ist, was wir gemacht haben. Ich könnte sie einfach stehlen. Nee, ist nein, einfach. Dann würde er sich andere leihen oder die Hinrichtung verschieben. Meine ich eben auch. Ich könnte sie vergiften. Vergiften? Das könntest du? Würde sie das nicht umbringen? Ich mische nur eine kleine Menge. Nun, wenn dir das gelänge, könnt... Das sollte genügen. Danke. Fleischreißen ist noch weiß, weil wir da noch was offen haben. Im Sinne von... Boah, wie sieht das aus mit dem Dunst? Sabotiere, genau. Weil wir da noch eine Antwortmöglichkeit haben, die wir nicht genommen haben. Sollten wir fleißig Schlösser knacken. Ich würde so gerne bei der Truhe bei Peschek üben, aber er lässt uns nicht mehr üben. Ich schätze einfach mal, schwerere Truhen geben uns mehr Erfahrungspunkte. Wenn wir nur wüssten, wie viele Punkte wir sammeln müssen, wie viele Truhen wir knacken müssten. Wäre auch doof, denn knacke 3 Truhen, dann kannst du sehr schwere angehen, das wäre auch doof. Geht ja mich neben auch nicht so. Ich wollte Spieler gucken, und zwar Fertigkeiten. Wir waren Stufe 9, ne? Nee, sogar nur 6. Stimmt, den Mist haben wir jetzt, jetzt auch noch nicht verteilt. Nee, wiederbekommen ist mir jetzt nicht so wichtig. Beim Knacken, Startpunkt näher, leichter öffnen, das werde ich wohl wieder machen, das war's, ne? Ja, betrunken ist Quatsch. Und die Heimlichkeit erhöhen kann auch nicht schaden und wir sollten vielleicht mal den Strauchdieb-Trunk verwenden, wenn wir da herumstraucheln bei nachts. Taschendiebstahl gibt's nix, kein Punkt, hier ist nix, dann Heimlichkeit war doch hier oben. Leisen sollen. Verringert. Können wir aber schon. Bonus, Stärke, Vitalität. Das war's, glaube ich, nicht. Dux nicht bewegst. Bonus. War's das? Das Allerweltsgesicht. Deine Attacken von hinten werden um 1/3 stärker. Nee. Hundefreund, genau, das hatten wir. Damit die auf jeden Fall nicht bellen, außer wir rempeln sie an. Nur Stufe 6, ey. Mist. Es muss Nacht werden. Wir sollten mehr Truhen neben eines Weges knacken, aber die hier können wir schon mal knicken. Bin mal gespannt, ob hier dann wirklich ein Event stattfindet, wo wir dann zugucken können, wie das fehlschlägt. Boah, eine Hinrichtung zugucken im Spiel. Moment, ich guck mal kurz. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel gewertet ist, aber ist das USK 18? Ich glaube wegen der nackten Haut mit Knickknack und Theresa bestimmt. Nee, es hat 16 draufstehen. Dann wird man bestimmt der Hinrichtung nicht zugucken können. Ich habe mir ja damals Kingdom Come Deliverance im Laden gekauft. Aber auch nur, weil die Version auf GOG ein, zwei Monate erst später kam und ich wollte es ja direkt spielen. Aber wenn das Spiel, die Royal Edition,
Oder die königliche Edition, die gibt's schon mittlerweile auf GOG. Und wenn die mal ganz günstig ist, dann gebe ich dafür gerne nochmal Geld aus und hab sie dann eben auf GOG. Good old games. Okay, aber was machen wir jetzt? Truhen finden, die einfach keine Bewachung haben? Ich gehe nochmal kurz zu Peshek in der Hoffnung. Ich habe da irgendwas überlesen. Mit hier, du kannst noch an der Truhe da hinten üben. Wir brauchen einfach Erfahrungspunkte. Schnellstens, ohne welche zu kaufen. Kaufen ist traurig. Na, du warst so leise, so weit weg. Ja, nicht gut, wir müssen besser werden. Wetten. Achso, müssen wir auch noch einholen? Na schön. In etwa einer Woche ist. Vielleicht? Verkaufen. Erzähl mir. Kann ich dir was fragen? Übung, das wird's sein. Diebstahl probieren. Kann ich was fragen? Also am ehesten wird's Übung sein, aber da kann man sich bloß was erkaufen. Herr, Hauptmann, Scarletson, Ereignissen, Command, das wäre alles schon. Übung ist halt bloß erkaufen, das ist kacke. Das heißt, du kannst. Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen fest. Gut. Ja, kaufen will ich nicht. Vielleicht dann an. Das ist die letzte Option, die wir machen. Bevor das schief geht. Ist schon ein Tag vergangen, weil wir saßen ja bei Dunkelheit oben an der Schenke. Und dann war ja Nacht, jetzt ist es hell. Da müsste doch schon ein Tag vergangen sein. Ich will bloß üben, Peshek. Ach scheiße, wenn der das nicht mag, dass wir hier üben. Ah, hier ist so ein lautes Rauschen, das dürft ihr nicht hören. Können sie aber bloß einmal knacken, weil dann ist sie geknackt. Hat er Schnaps? Nö, lass ich ihn drin. Ich will ja bloß üben. Schwer könnten wir das? Ja. Stimmt, wir hatten ja schon bei dem Müller-Ding. Beim Fleischer. Ein schweres Schloss. Hätte hier seine 125.000 Groschen drin? Bloß mal gucken. Wir sind hier nicht unrechtmäßig drin. Wir dürfen hier rein. Ein schweres Türschloss, aber eine leichte Truhe drin. Passt das zusammen? Hier ist auf einmal so leise hier drin. Super. Ich will bloß Erfahrungspunkte sammeln. Und wir dürfen hier rein. Wir dürfen uns hier ständig was zu essen nehmen, weil wir sind ein Teil der Familie und wollen bloß unser Schlösserknacken üben. Deswegen gehe ich jetzt auch wieder raus, weil hier gibt es ja gar nichts mehr. Ich habe auch gleich wieder in den Schleichmodus gehe. Und hier draußen ist wieder arschlaut, als ob die Mauer und die Tür so viel absorbieren würden. Wir sind den Weg hinten noch nie gegangen. Hinten rum zur Mühle. Das Schwein einfach mal auf dem Weg schläft. Na, du Süßer. Ich brauche mehr Truhen. Ich überlege gerade, wo überall Truhen sind. Das Blöde ist, hier sind Leute. Ja, dann sollten wir wirklich bei Nacht was machen. Hätten wir mal merken sollen, wie weit der Balken fortgeschritten war, aber eine Stufe haben wir nicht geschafft, weil sonst hätte da oben eine Einblendung den Weg zu uns gefunden. Schlösser knacken fast die 6 voll. Hatten wir nicht vorher die 9? Oder habe ich mich da einfach verguckt? Haben wir irgendwo anders eine 9, wo ich die vielleicht in der Zeile verrutscht abgelesen habe? Nee. Was gibt's hier unten? Achso, das leicht war das noch. Die Glück abbricht, 10% Chance, dass das Schloss mit aufgeht. Stiller Schlösserknacker. Abbrechender Dietrich. Ich glaube, ich habe das hier einfach als 9 wahrgenommen und habe gedacht, wir sind Stufe 9. Wenn er abbricht, dann ist das 90% leise. Das wäre auch als nächstes, glaube ich, sehr sinnvoll. Alarm, wenn jemand darauf und dran ist, dich beim Schlösserknacken zu erwischen. Ist auch nicht verkehrt.
Taschendiebstahl. Nee, wir wollen Schlösser knacken. Was war das? 20% Chance. Ach, mit der Dietrich, der bleibt ganz okay. Wir müssen eh ein paar Stufen aufsteigen, damit wir überhaupt mal sehr schwere Truhen angehen können. Dann machen wir nicht Meister der Schlösser, aber da knacken wir leichte Schlösser einfach so. Ich will auch schon mit dem kleinen Spielchen machen. Deswegen werde ich wohl diese Fertigkeit nie nehmen. Aber es gibt zwei andere Sachen, die ich ganz gerne hätte. Mal schauen, mal schauen. Wir müssen uns da weiter anstrengen. Hoffentlich ist es bald wieder dunkel. Wir könnten die Zeit vorspulen lassen, aber bevor wir das machen, sollte ich eher mal auf die Suche nach Truhen gehen, die hier bloß herumstehen. Zum Beispiel bei dem Lager hinten. Wobei, das war auch sehr schwer, oder? Zwischen der Detschko und Saso. Aber wir machen in der nächsten Folge weiter. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.